neue Spiel von Joywave, von den Machern von Stride und Timehacker, diesmal Against. Ja, was ist Against? Das hat der Tupac und ich schon in unserer News-Sendung vorgestellt. Ist ein Rhythmus-Kampfspiel, also wirklich die besten Spiele, vor allem Beat Saber, Pistol Whip in ein. So im düsteren Setting von Sin City, wie ich finde. Ich habe euch das Video einmal aus meiner Perspektive gezeigt und auch einmal habe ich es dann aus der Mixed Reality an sich gezeigt, weil das mag ich auch immer ganz gerne. Wenn sowas in Mixed Reality geht, passt immer wie Arsch auf Eimer. Ja, wie fängt das an? Es gibt leichte Levels und schwere Levels. Ihr wechselt zwischen dem Schwert, was ihr auch links und rechts immer swappen könnt. Also das Tutorial sollte ich auf jeden Fall mal durchseppen, weil da lernt ihr das Spiel kennen. Dann gibt es noch Schlagringe und zu guter Letzt Revolver und man bewegt sich auch fort, aber was Motion Sickness mäßig ist es wirklich sehr, sehr human. Also es sieht schlimmer aus, wie es ist, aber geht super. Ich kann euch noch nicht den Preis vom Spiel sagen, aber ich denke mal, wenn es dann draußen ist, seht ihr den Preis. Also für mich gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben, macht sehr, sehr viel Spaß, gefällt mir auch vom Setting her. Ja, und schaut mal gerne ins Video rein und Like und Abo nicht vergessen. Leute, und da sind wir auch im Game drinne und im zweiten Teil des Videos seht ihr das mal aus der Mixed Reality Perspektive, was ich sehr, sehr gerne immer mache, aber natürlich will ich auch zeigen, wie das aussieht, wenn ihr das mal selber spielt. Tutorial ist wirklich supi gemacht, kann ich euch nur empfehlen, da wisst ihr, wie das Game da funktioniert. Und wir werden jetzt mal Hard Level gehen, weil in Mixed Reality habe ich easy gemacht durch den Greenscreen, den ich auf dem Boden habe. Da würde ich mich nur aufs Maul packen. Deswegen machen wir das Hard Level ohne Mixed Reality. Und ich bin mal mega gespannt. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Ja, und da legen wir mal los. Mal gucken, ob wir das schaffen. Komm, komm, komm. Also wir können die Schwerter immer mit der Hand wechseln, das ist ganz cool. Und natürlich ducken nicht vergessen. Ah, jetzt war mal scheiße zu langsam, fuck. Komm, komm, komm. Jetzt gibt's aufs Maul. Na ja, komm. Aber es macht auch schon richtig viel Spaß, das Game. Ist, finde ich, scheiße. Schon gut. Dann machen wir nochmal Restart. Also es geht auch schön auf die Kunde, auf die Pumpe. Das ist auch schon echt geil. Also wenn du einmal richtig im Flow drinne bist. Fühlt sich wie Kill Bill. Come on. Zack. Mann, Mann. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich nichts erwischt. Los, schaffen wir. Das schaffen wir. Sonst ist das Video heute nicht fertig. Also nochmal. Hier unten seht ihr auch eure Lebensanzeige, die ihr habt. Ihr habt drei Herzen. Und könnt natürlich auch Kombos machen. Ja, das erste klappt dann auch richtig gut, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es im Video seht. Wenn der mit der Pistole schießt, zeigt er euch einen Pfeil an, wo ihr hin müsst, damit ihr nicht getroffen werdet. Mann, Mann! Oh. Ja, komm, einmal noch. Einmal noch. Das gibt's doch nicht, ey. Jedes Mal an dieser Stelle. Eben haben wir es doch so gut geschafft. Los.
So, gleich kommt wieder die Stelle. Ah, na gut, aber wir haben ein Herzchen behalten. Immerhin. Ah, fuck. Hat uns doch erwischt. Ah, verdammt. Oh, jetzt ging's auf, Leute. Na los, wir machen nochmal einmal Easy Level, damit wir sehen, wie das Level abgeschlossen wird, weil da wartet immer ein Endgegner auf uns. In dem Mixed Reality sieht man den dann leider nicht mehr, wie ich den kaputt mache, weil der halt in die Luft geht. Dann machen wir das halt mal jetzt leicht, ne? Und die große Schlange haben wir fertig gemacht. Ihr seht schon, das geht ein bisschen gemütlicher zu. Aber erinnert einen so wirklich an Sin City, ne? Von der Grafik her, schwarz-weiß, Blut siehst du ganz normal. Ah, jetzt kommt der Endgegner. Ausweichen. 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 Ah, verdammt. Und jetzt. Komm her, meine Spinne. Huh. Huh. Boom! Und das Level ist geschafft!
Ja, Leute. Mehr gibt es hier erstmal nicht zu sehen. Ich denke mal, in der Vollversion wird es ein bisschen mehr geben. Ich finde das Spiel richtig, richtig, richtig gut. Was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare. Was ich mir noch so ein bisschen wünsche, natürlich wird es vielleicht in der Vollversion dann anders sein. Die Musikstücke, dass die vielleicht im Rhythmus besser auf die Schwerter und so, dass man richtig schön im Flow ist. Wisst ihr, wie ich es meine? Und das wäre noch geil, aber ich bin da mal guter Dinge, dass das auf jeden Fall noch kommen wird. Ja, Leute, da wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen und ein Abo gerne da. Wir wollen ja die 1000 erreichen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Ciao.